Besserwisser. Das ist für mich ein furchtbares Leid. Wenn ich im YouTube überhaupt draußen, da sind es Leute, die so falsche Propheten, die da auslegen, die geheime Offenbarung auslegen, weiß ich was alles. Und immer wieder kommen sie zum Alten Testament. Wir sind im Neuen Testament. Nur Einzelnes ist herübergebracht worden, die Worte Gottes, die bleiben. Aber von den Propheten, die galten für die Juden dazumal, für Israel. Die waren eben noch nicht erkauft vom Blute Christi. Aber im Neuen Testament sind wir erkauft vom Blute Christi, wir gehören Jesus und wir können natürlich entscheiden, ja oder nein. Ich leide richtig, wenn ich solches Verrückte sehe. Warum? Weil ich sehe, wie viele Menschen denen glauben. Das sind's noch, zum Teil sind es noch Reformierte, die ja gar, oder Protestanten, die ja gar nicht die sieben, zwei Sakramente haben sie. Wir haben aber sieben. Wie sollen denn die, welche nicht die volle Wahrheit haben, denn verstehen? Und ich kann alle sieben Sakramente, kann mir beweisen, aus der Heiligen Schrift. Aber die Heilige Schrift darf man nicht da oben lesen. So wie man es, man muss hier lesen, im Herzen. Man muss den Heiligen Geist bitten. Der sitzt nicht da oben. Da oben sitzt ein anderer Vogel. Der wahre, da oben, die Kiste, hat seinen Sitz im Herz. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, viele glauben, dass ihr Vogel, wo sie haben, der Heilige Geist sei. Es ist unglaublich, was der Böse momentan, er hat auch seine Begnadeten, seine Werkzeuge, und die schießen wie Pilze aus dem Boden. Das war jeher schon sein Trumpf. Kaum ist irgendwo die Gottesmutter erschienen oder irgendetwas Besonderes oder eine begnadete Person, die was zu sagen hatte, im Auftrage Gottes, sofort schießen alle Handverwelke gleich, scheinbar gleiche auf, die falsch sind. Und die Kirche sagt dann leider, so war es eben früher, ja, nein, komm, hör mal auf, wir kennen dich, das sind alles nur so Verrückte. Und so wird auch der Echte dann weggeworfen. Noch einmal, begreifen wir mal, dass die Werkzeuge Satans nicht dumm sind. Respektive, was Satan durch sie macht. Er wird vielleicht viel eine schönere Predigt halten, als ich, selbstverständlich. Aber ich meine, bei anderen großen Predigen, er kann so gut euch reden, dass ihr weinen könnt vor Liebe, was er alles sagt. Aber eines kann der Böse nie. Und das kann man eben prüfen. Und die, welche immer gegen mich sind, sollen doch mal hierher kommen und prüfen. Eins nämlich, was der Böse nie kann, er kann nicht eure Herzen zur Liebe entflammen für Gott. Das ist das Einzige, wo ihr könnt, wo der Böse nie kann. Denn Liebe kennt er gar nicht. Er kennt Hass.